So, einen wunderschönen Zockergemeinschaft. Oh ja, wir sind in Sea of Thieves Online. Und das neue Update ist draußen. Damit auch, ihr seht's, ich habe hier meine schöne geile Route in der Hand. Ja, das packe ich einfach mal jetzt so. Ja. Das war sehr komisch ausgedrückt. Auf jeden Fall habe ich meine Angelrute hier in der Hand mit einem Regenwurm dran. Kann man machen. Wir sind hier gerade in, ja, bei diesen White Treasure Seeposten in The Wilds. Deswegen benutze ich gerade die Regenwürmer, die ich hier gesammelt habe. Denn mit den Regenwürmer kann ich diese Wildfänge fangen. Aber dazu kommen wir noch. Erstmal, wie funktioniert das Angeln? Also, ihr, also ich spiele es gerade auf PC. Ihr drückt Q, drückt einmal F und habt hier eure Angel. Und habt erstmal einen Wurm in der Hand. Nee, habt erstmal nichts an Haken. Das geht auch. Einfach reinschmeißen die Angel und warten, dass da was kommt. Es geht in jedem Gewässer, in jedem Teich. Müsst ihr einfach mal austesten. Und jetzt warten wir, bis so ein Fisch ankommt. Fischi! Da ist er. Sogar ein großer. Das hier ist zum Beispiel ein Trophäenfisch. Los, beiß an. So, er hat angebissen. Einmal Linksklick drücken, dann geht er los. So, jetzt sieht man's. Der Fisch geht nach links. Also muss man die Angel auch versuchen, nach links zu machen. Ansonsten fängt es an zu knacken. Das heißt, ihr müsst ein bisschen so nach unten, bisschen hoch, runter. Jetzt ist halt zum Beispiel dann wieder ganz links. Müsst ihr versuchen, dass die Angel, ja, so halt in gegengesetzte Richtung ist. Ist manchmal nicht so einfach, wie man das gerade so sagt. Und der ist schon ein bisschen hartnäckig. Na, Fischi. Jetzt zum Beispiel ist er müde. Jetzt kann man mit linker Maustaste gedrückt halten, ihn ranholen. Jetzt fängt er wieder an, lebendig zu werden. Muss man ein bisschen hier links und rechts machen, bis er sich eingependelt hat. Und dann kann man wieder zack. Er geht nach rechts, man geht nach links. Jetzt ist er zum Beispiel in der Mitte. Kann man dann schön mittig und dann nach oben ziehen. Und wenn ihr hört, dass die Angel so knackt wie jetzt, dann heißt es, Scheißposition, ändert das mal bitte. Oh, er ist wieder ein bisschen müde. Weil wenn das zu viel, also wenn das zu lange ist, dieses auf Anspannung sein, wird man ja ein bisschen. Denn ja, zerbricht nicht die Angel, sondern der Fisch haut einfach ab. Und das wollen wir ja nicht. Wie gesagt, wenn er ein bisschen am Rumschwimmen ist, kann man die Angel ruhig ein bisschen so mittig halten, ein bisschen hin und her spielen. Halt nach Gefühl, nach gefühlt 10, 15 Fischen oder so habt ihr dann den Dreh raus. Vielleicht sogar noch sogar ein paar mehr oder ein paar weniger. Kommt immer drauf an. Aber es ist recht simpel und einfach, wie man die hier fangen kann. Na, oh, jetzt ist er Mitte. Und ranholen. Jetzt müsste er theoretisch. Natürlich! Kurz vorm Einholen nervt er mich noch, der Fisch. Na, wo willst du hin? An diesem Punkt ist manchmal sehr schwer herauszufinden, ob er jetzt Mitte oder links ist, aber. Wie gesagt, hört man am Knarzen der Angel, wenn man falsch ist.
Und jetzt haben wir ihn. Ein wunderschöner Lachs. So, den hier können wir dann mit F gedrückt hatten nehmen. Und den so wie er ist, könnten wir den jetzt verkaufen an diesen Typen da. Oder, was man auch machen kann, damit es ein bisschen teurer ist, also dass man den ein bisschen teurer verkaufen kann, gibt es hier unten, meistens immer neben den Essensfässern, ein Kochtopf oder eine Pfanne. Da wird jetzt mal der guckt, der passt gar nicht richtig rein. Auf jeden Fall, den schmeißt man einfach rein und fängt an zu warten. Während man wartet, kann man sich ein kleines Schlückchen gönnen. Also jetzt wartet man. Je größer der Fisch ist, desto länger dauert's. Also die kleinen Fische sind definitiv schneller durch als so ein großer Fisch. Und Haifleisch und es gibt verschiedene Fleischsorten. Kann ich ja kurz zeigen. Und zwar, wenn man da auf Seite 2 geht, kochen. Denn man kann jetzt die Hähnchen braten. Genau wie Schwein, Schlange, Hai, Megadolon, also hier Megan, der Riesenhai. Und Kraken. Zum Beispiel Krake und der Riesenhai. Die brauchen sehr, sehr, sehr lange zum Durchbraten. Hai braucht auch ein bisschen. Also die Sachen dauern schon ein bisschen länger. Aber ja. Das kriegt ihr auch in einer Zeit raus. So, der Fisch ist jetzt in der ersten Stufe. Das angebraten sein. Also jetzt könnte man den zum Beispiel verkaufen, aber ich lasse ihn noch ein bisschen länger drauf, dass er schön goldbraun wird. Man kennt es ja, man will ja einen schön lecker durchgebratenen Fisch haben. Und ich hoffe, jetzt ist keiner. Jetzt sind wir gerade auf mein Schiff gegangen, egal. So, auf jeden Fall, jetzt ist er durch. Lecker Fisch. Nö, da ist nur ein Sturm an mir vorbeigezogen. Das wäre jetzt was gewesen, wenn jetzt einer gekommen wäre und mich geändert hätte. Ja. Auf jeden Fall, das mit den Anbraten ist auch so eine Gefühlssache. Also ihr müsst darauf achten, wenn er leicht angebräunt ist, kann man den noch ein bisschen drauf lassen. Und wenn er richtig braun gebrannt ist, dann kann man ihn schön verkaufen. Gibt zumindest mehr Geld. Und bringt 100. Ich glaube, davor hätte er nur 50 gebracht. Und zack, bisschen mehr Ruf und Geld. Ja. Das war es eigentlich schon. Weil ich noch zeigen kann. Ha, genau. Nehmen wir wieder die Angel in der Hand. Drücken nochmal Q. Und gehen auf Köder. Regenwurm. Beim Regenwurm kann man nochmal gucken. Regenwürmer am besten. Die besten Haustiere. Aber perfekte Köder für, da steht's, Wrackschnapper, Wildfänge und Plenty. Also, was auch immer das für ein Viech ist. So. Die Wildfänger, diese Wildviecher, die gibt's halt nur in diesem Gebiet. Aber dazu werde ich bestimmt noch ein anderes Video machen. Das heißt, wir können jetzt hier perfekt anfangen mit, ey, raus, mit Würmern. Mal gucken, ob ich hier unten noch ein paar Würmer habe. Nee. Aber man sieht, ich war schon lang unterwegs. Hab schon einiges einstecken müssen, besonders hier mein Ruder. Die Schweine haben mein Schiff demoliert. Muss ich alles reparieren. Es war ein echt, es war knapp. So, dann schmeißen wir es mal rein. Ah ja, genau. Man kann auch länger gedrückt halten. Denn schmeißt man auch weiter nach hinten. Aber das mache ich ungerne. Also mit Restlick kann man auch wieder reinholen. Denn ich bin ja ein Erfolgsjäger. Ja.
Ich gucke gerne, was für Fische an mir, an meiner Angel hängen. Weil es gibt einen Erfolg, wenn man alle fünf verschiedenen Sorten gefangen hat. Das heißt, wenn jetzt zum Beispiel ein Fisch ankommt, wird ihr gleich merken, wenn die Kamera nach unten schwenkt. Jetzt kommt einer. Und den. Ach. Scheiße. Hey, was ist passiert? Okay. War ein Bug. Und zwar, das war jetzt Dings-Moment, Vorführeffekt. Und zwar, das war jetzt zum Beispiel so ein Fisch, den ich nicht an der Angel haben wollte. Das war so ein 0815-Fisch. Auf jeden Fall könnt ihr einfach einen Köder dranhängen. Und was war denn das jetzt? Achso, okay. Und wenn ein Fisch kommt, den er nicht mögt, wie der hier, den mag ich nicht. Zack, holt man wieder rein. Und schmeißt wieder neu aus. Bis man halt den Fisch hat, den man gerne haben will. In meinem Fall war es so ein Wildfang oder Wildfisch. Den möchte ich gerne haben. Das zum Beispiel ist auch keiner. Das war wieder so ein komischer Guppy-Fisch, den es überall gibt. Den will keiner. Beziehungsweise, die kommen immer an und fressen einen die Köder weg. Aber die Köder sollen ja andere Fische anlocken. So, jetzt komm mal hier. Fischi, Fischi, Fischi. Wo bist du? Da. Nee, du bist schon wieder so ein komischer. Den will ich nicht. Wie gesagt, das dauert ein bisschen. Hä? Wird's gerade Tag? Ja. Na komm. Jetzt echt Vorführeffekt, oder? Also kann ich euch zeigen, dass man den Köder retten kann vor einem Fisch, den man nicht haben will. Zum Beispiel vor den. Zack. Gerade so gerettet. Kann doch nicht sein. Wir sind doch hier in der Sowa jetzt, oder? Muss doch so ein komischer Fisch geben. Nun ja, gut. Komm, den nehmen wir. Ja, nee, doch nicht. Es ist wieder so ein normaler Fisch. Ich will gerne so einen Whitefish hier jetzt noch fangen. So ein Whitefish wäre jetzt perfekt. Ob groß, ob klein, ist mir jetzt scheißegal. Ja, komm, dann nehme ich ja den Fisch, ist in Ordnung. Ja, auf jeden Fall. Angeln ist nicht so schwer. Man muss nur herausfinden. So gesagt, ein Gefühl entwickeln dafür. Und immer schön darauf achten, wie sich die Angel anhört. Zum Beispiel, wenn sie sich so anhört. Denn ist schlecht. Wenn es so ein. Man kann, wie kann man das knacken? Wie. Genau. Als wenn Feuer. Als wenn Holz im Kamin vor sich hin brutzelt. Wenn das so sich anhört, ist schlecht. Ihr müsst unbedingt eine Position ändern. Ansonsten, ja. Dann würde ich mal sagen, war's das mit diesem kleinen Tutorial, wie man angelt im Spiel. Und ja, wie nennt man Petri Heil? Oder wie nennt man nicht Petri Heil? Doch, Petri Heil? Sagt man so beim Angeln? Keine Ahnung. Auf jeden Fall viel Spaß beim Angeln und ich werde mal diesen schönen Fisch hier noch angeln. Und ja, dann würde ich mal sagen, sehen wir uns beim nächsten Tutorial. Da habe ich schon was vorbereitet. Ha! Naja, nicht ganz vorbereitet, aber ich habe da schon ein bisschen Vorarbeit geleistet, dass ihr nicht so viel suchen müsst. Bleibt gespannt. Dann sage ich mal, danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Bye bye. Und denkt dran, Leute. Immer schön den Fisch auf den Tisch hauen, ne?